paar Wochen gibt's endlich wieder ein Video von Tino Dave. Grüßt euch, nice, dass ihr wieder am Start seid. Habt ihr Bock auf Begrüßungen von YouTubern? Dann bleibt dran. Wie ihr eben schon gehört habt, ist das Thema dieses Videos Arten von Begrüßungen von YouTubern. Arten von Begrüßungen von YouTubern. Kann man das so sagen? Ich nenne den Titel des Videos dann wahrscheinlich ein bisschen anders. Jeder YouTube-Kanal hat seine eigene Begrüßung, die ihn auszeichnet oder an dem man den YouTuber oder die YouTuberin wiedererkennen kann. Oder sollte zumindest. Es gibt auch Kanäle, deren Begrüßungen nicht so einfallsreich sind. Wie meiner zum Beispiel. Heute geht's aber nicht um schlechte, sondern um kreative und bekannte YouTuber-Begrüßungen. Also würde ich sagen, los geht's! Achtung, die Begrüßungen sind nur eine Parodie. Sie sollen niemanden in irgendeiner Art und Weise beleidigen oder negative Beispiele einer Darstellung von sehr erfolgreichen YouTubern sein. Ich als kleiner YouTuber mit einer Abonnentenanzahl von unter 100 sollte damit mal ganz vorsichtig umgehen. Das klingt jetzt so negativ. Aber egal, jetzt geht's endlich los mit dem Video. Oscar. Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder einen weiteren Tag mit mir verbringt. Und zwar gibt's für 3 Tage ein paar Daily Vlogs. German Let's Play. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge, ich zeige nie mein Gesicht und bekomme dafür Aufrufe-Video. Baby's Beauty Palace. Hallihallo meine Lieben. Emra. Hi, 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 hi. And welcome. And welcome. John Kim. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Annyeong. Die Buddies zocken. Hey Leute, hier zurück der Bene und der Hopner von die Buddies zocken heute mit einer neuen Folge von... Simple Club, The Simple Club oder wie auch immer. Moin ihr kleinen Schlawiner, im letzten Video haben wir euch unsere Lern-App vorgestellt, die nicht nur teurer geworden ist, sondern auch unseren kompletten Namen auf allen unseren Nebenkanälen geändert hat. Ist halt so. Müsst ihr einfach so hinnehmen. Sorry. Okay, das waren noch längst nicht alle kreativen Begrüßungen. Nehmt das Ganze bitte mit Humor, YouTube ist ja auch für Unterhaltung geeignet. Und ja, ich finde interessante Begrüßungen immer cooler als langweilige. Weswegen sich ja auch so gut wie jeder irgendwas Individuelles aneignet. Ist ja auch gut so. Wenn du Bock auf einen zweiten Teil hast, dann stimm hier irgendwo oben rechts ab. Ich kenne aber auch nicht alle YouTuber. Schreibt mir deswegen eure Ideen für YouTuber-Begrüßungen unten in die Kommentare, die gut ins Video gepasst hätten. Wenn ihr die Begrüßungen für den zweiten Part kommentiert hattet, werde ich euch selbstverständlich im Video erwähnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst beim Q&A. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!